Stellen Sie sich vor, jemand käme aus dieser wahnsinnigen Idee, 2000 Tonnen des atomaren Abfallprodukts abgereichert zu lassen, zum Feinstaub zu zermahlen und würde dann diesen Uranstaub aus einem Flugzeug über Deutschland verteilen. Nach wenigen Wochen würden dann tausend Abschiebung! Abschiebung ist morgen! Monate später würden Zehntausende von gerade noch gesunden Erwachsenen an Krebs erkranken. Später dann Hunderttausende, noch später Millionen. Wenn Sie jetzt sagen, dass das jetzt im Grunde nur ein Gedankenspiel ist, dann muss ich Ihnen leider sagen, wir kommen in Irak. In Kosovo, in Afghanistan, willkommen in Serbien, in Somalia und in Libanon. Denn die Alliierten haben in allen ihren vergangenen Kriegen in diesen Ländern diese Waffen aus abgereichertem Uran angewendet. Uranmunition und Uranbomben sind die furchtbarsten Waffen, die heutzutage in Kriegen eingesetzt werden. Weil sie die Menschheit unweigerlich in den Abgrund führen. Allein Deutschlands Rüstungsetat beträgt jährlich 30 Milliarden Euro. Das sind über 82 Millionen Euro pro Tag, die wir da verbunden. Die USA verschwenden jedes Jahr sogar über 400 Milliarden Dollar für Zusatzhaushalte von auf 80 und gar 100 Milliarden Dollar. Die USA geben mehr für Rüstung aus, als die halbe Welt. Alles nur, um ihre Hegemonialansprüche für den globalisierten Kapitalismus durchzusetzen. Und da steht es. Frankfurt am Main! Frankfurt am Main! Frankfurt am Main! Hannover! Ich komme wieder! Polizei! Hannover Polizei! Die Vereinigten Staaten von Amerika marschieren unter den ländlichen Freiheit und Demokratie zu bringen in sogenannte Schurkenstaaten, ein, in dem sie behaupten, diese Staaten hätten Massenvernichtungswaffen. Ist ein solches Land aber nicht selber ein Schurkenstaat, wenn es einen Angriffskrieg mit Uranwaffen führt, die sich nun immer mehr auch als Massenvernichtungswaffen erweisen, weil sie noch viele Jahre nach ihrer Anwendung die Menschen, die dort leben, sterben, krank machen und die Umwelt kontaminieren. Und so etwas liest man hier bei uns in keiner Zeitung und man erfährt es auch nicht aus den Kontrollen. Weil das Thema Uran und die Schwurzelgebäude ein Tabuthema geworden ist. Denn nicht die viel beschworene Klimakatastrophe ist die unbedingtste Wahrheit. Nein, die unbedingtste Wahrheit sind die furchtbaren Folgen der Uranmunition. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutsch würde keine Antwort geben, das wäre genau wieder die, das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin, denn was soll es bedeuten, als einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamte gesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt, die muss durchbrochen werden.